Aber immerhin, er könnte sich etwas aufbauen, sein Leben in den Griff bekommen. Aber er nutzt diese Chance nicht. Stattdessen lässt er sich anstecken von der Glücksspielwut der Chinesen und verspielt sein Geld. Er macht Schulden. Vorschuss verweigert man ihm. Das großzügige Verständnis, dass die Chinesen untereinander für Spielschulden haben, das gibt es unter Europäern eben nicht. Und so ist er wieder da, wo er angefangen hat. Bei kleinen dunklen Geschäften, Schiebereien, Unterschlagung etc. Und natürlich finden sich unter den illustren Gästen im Raffles immer auch solche, die für die eine oder andere kleine Gefälligkeit gut zahlen und die ihre Abende nicht selten in der Hotelbar verbringen. Machen Sie mir noch so einen von diesem roten Zeugs. Schmeckt gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Schreiben Sie mir das Rezept auf, damit ich meiner Frau auch so einen machen kann. Vielleicht nützt es ja was. Bisschen Spaß, was? Und eine doppelte Portion Erdnüsse. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Und wo kriegt man heute noch was umsonst? Wie?